Hallo, das ist eine schnelle One-to-End-Darstellung, eine Anwendung für Smartphones, die einem ermöglicht, Zahlen in mehreren Sprachen zu lernen. Die Anwendung lässt Ihnen die Wahl, von ganz vielen verschiedenen Sprachen auszuwählen. Nehmen wir zum Beispiel Arabisch. In dieser Sprache können Sie irgendeine Zahl zwischen 1 und 9 eingeben. Sie erscheint auf dem Bildschirm. Sie können die Grösse vom Text verändern, Ziele um Ziele und Sie können die Aussprache von der Zahl hören. 85. Zum Ihre Stimme aufnehmen, drücken Sie auf den Knopf. Zum die Aufnahme stoppen, drücken Sie wieder auf den gleichen Knopf. Hamza Wethemenun. 85. Hamza Wethemenun. Dann können Sie die Sprache wechseln. Sie wählen zum Beispiel Chinesisch. Die Zahl erscheint in der neuen Sprache und Sie können sie auf die neue Sprache ausgesprochen hören. 85. Ein zweites Spiel, das man machen kann, ist, die Anwendung wählt eine zufällige Zahl, für die Sie nur die Grösse bestimmen, zum Beispiel eine dreistellige Zahl. 227. Sie haben jetzt 3 Versuche, um herauszufinden, welche Zahl ausgesprochen worden ist. Nach dem 3. Versuch zeigt die Anwendung die richtige Antwort. Zum Schluss gibt es auch noch die Möglichkeit, mit dem Währungsumrechner die ursprüngliche Währung zu wählen. Mit dem Klick auf die entsprechende Fahne, argentinische Pesos zum Beispiel. Sie geben eine Anzahl von 1 bis 9 Nummern ein, zum Beispiel 1 Million Pesos. Dann wählen Sie die gewünschte Währung. Zum Beispiel chinesisch Renminbi. Und die Anwendung wird mit dem Wechselkurs, der täglich aktualisiert wird, den umgerechneten Betrag anzeigen. Sie haben die Möglichkeit, die Zahl abzurunden, zum Beispiel auf Tausiger. Dann können Sie die Sprache wählen, auf welche der Betrag ausgesprochen werden soll, zum Beispiel auf Kantonesisch. 1865 000. Das ist es.